Morgen. Morgen? Ich muss schon los. Das klingt schon eine ganze Weile. Hat's dich geweckt? Nein. Ich weiß nicht, gestern war... Das Bad ist gleich vorne. Zieh einfach die Tür zu, wenn du gehst. Hey, Luisa. Ich bin's, Jasmin. Wo steckst du denn? Geht's dir gut? Ich mache mich jetzt mal langsam auf den Weg in die Klinik. Oh, kann doch nicht sein, dass du unseren ersten Arbeitstag verpennst. Also melde dich mal, ich mache mir Sorgen. Tschüss. Oh, auf den letzten Drücker. Hey, wir standen im Stau. Also einen Cousin hätte ich auch gern. Hallo. Hey, schön dich zu sehen, Jasmin. Ich auch. Elias, könntest du das Zeug hochbringen? Die Einführung ist jetzt gleich. Los, mach. Wo muss ich denn hin? Ja, da oben. Soll ich das jetzt ganz alleine machen? Wo ist denn Luisa? Wie? Hat die nicht hier geschlafen? Ich weiß es nicht. Ey! Du hast Nerven! Ich hab 8000 Mal versucht, dich zu erreichen. Ja, nicht nur du. 10 Mal schon. Ups. So, los jetzt! Also, so wie du aussiehst, hast du letzte Nacht nicht nur mit Schlafen verbracht. Ich bin ein schrecklicher Mensch. Ach, Quatsch. Du bist einfach ein Mensch. Und der Typ war extrem sexy. Welcher Typ? Oh, das ist Frau Ritter. Das ist unsere neue Ausbilderin. Die ist super nett. Tja, ganz schön was los hier. Leider muss die gemütliche Einführungsrunde etwas warten. Es gab einen Notfall. Das ist Oberschwester Alexandra Lundquist. Ja, es gab einen Brand in einer Grundschule. Kinder, Eltern und Lehrer werden gerade eingewiesen. Daher die Planänderung. Wir brauchen jede helfende Hand. Schön, dass Sie da sind. Hier entlang, bitte. Einmal durchlaufen. Kommen Sie. Ist das nicht dein Typ? Welcher Typ? Darf ich Ihnen Ihren Praxisanleiter vorstellen? Darius Koschin. Jeder nimmt sich bitte einen Kasak. Neben dem Waschraum ist die Umkleide für das Personal. Wir treffen uns in 5 Minuten unten am Counter. Guten Morgen. Es tut mir leid, aber ich hatte mir unser Kennenlernen auch anders vorgestellt. Sie haben gleich die Möglichkeit, sich zu bewähren. Aber überfordern Sie sich nicht. Sie warten auf Anweisungen. Keine Alleingänge. Und das Wichtigste ist, Nerven behalten. Hi. Wollen wir nicht doch lieber tauschen? Dann würde dir viel besser stehen. Also uns hätten im ersten Jahr nicht in die Notaufnahme gelassen. Wir sind eben ein ganz besonderer Jahrgang. Ist übrigens der Mitbewohner. Fiete? Ja? Ja. Moin, Fiete. Kira. Kommt ihr zur Poolparty? Wann? Wo? Morgen. Schwimmhalle nebenan. Na klar. Was ist denn eigentlich mit deiner Freundin los, die ist komisch? Ich kann da nicht nochmal rausgehen. Wieso? Wir werden bestimmt noch nicht hart rangenommen. Oh, Fiete.
Was? Wenn ich irgendwie helfen kann? Komm schon. Augen zu und durch, ha? Könntest du die Kinder da drüben übernehmen? Na klar. Kommen Sie bitte schnell mit. Also ich würde darauf bestehen, dass die Feier wiederholt wird. Ne? Hallo, ich bin Peter. Dr. Keimer in die Innere. Mir fehlen noch die Patientenblätter. Entschuldigung, Theo Kühn, seine Schwester wurde gerade eingeliefert. Ist der hier irgendwo? Es tut mir leid, ich kann Ihnen leider noch keine Informationen geben. Theo, wir brauchen dringend noch jemanden, der sich um die Dokumentation kümmert. Das kriegen wir Personalien, hin. Personalien, Vitalparameter. Freiwillige vor? Ja. Gut, Sie bleiben bei den Kindern. Kommen Sie. Sie beschriften die Patientenakten. Ich hole Ihnen jemanden aus dem zweiten Jahr, der Ihnen zeigt, wie das geht. Warte mal, du kannst da jetzt nicht rein. Warte mal hier, ja? Warte mal. Hey, hey, wer bist du denn? Otto. War das deine kleine Schwester? Die Bauch hier kuschelt hier. Otto. Und wie heißt du? Theo. Du wurdest schon gesucht. Ich bin Luisa. Sobald die Ärzte deine Schwester untersuchen, darfst du zu ihr. Hey, wo sind denn eure Eltern? Papa sucht noch einen Parkplatz. Hey, hast du was ausgefressen? Stirbt sie? Ganz bestimmt nicht. Ich finde heraus für dich, was mit Ava ist, okay? Und du bleibst genau hier stehen. Versprochen. Genau hier. Ava. Theo ist draußen. Er wartet auf dich. Er will, dass du ganz schnell wieder gesund wirst. Ja. Was machen Sie hier? Sollen Sie sich nicht vorne nützlich machen? Avas Bruder ist draußen. Ich wollte nur nachschauen, wie es ihr geht. Erste Lektion. Erst wenn wir die Verletzten ordentlich versorgt haben, kümmern wir uns um die Befindlichkeiten der Angehörigen. Ich bin kuskalt. Der Junge ist 10. Er ist außer sich vor Angst um seine Schwester. Verlassen Sie jetzt bitte diesen Raum. Sagen Sie mir wenigstens, was sie hat. Kombustio zweiten Grades, Verdacht auf Rauchgasintox. Falls Kohlenmonoxid im Spiel war, ist eine Blockade der Atmungskette zu befürchten. Und das heißt? Sie hat ordentlich was abbekommen. Hey, was mal bitte. Hätte ich gewusst, dass du Schülerin an der Volkmedklinik bist, dann hätte ich nicht mehr. Ich bin ein Ausbilder und deshalb lass uns das professionell angehen, okay? Okay. Alles klar. Gut. Dann gehen Sie jetzt bitte wieder an Ihre Arbeit. Theo, wie geht's Ava? Sie wird wieder. Die Ärzte müssen nur noch ein paar Tests machen. Aber die Verbrennungen sind nicht so schlimm. Sie untersuchen nur noch die Rauchvergiftung. Die Vergiftung? Theo, kannst du dich erinnern, wo genau Ava war, als der Brand ausgebrochen ist? Will das die Polizei wissen? Wenn wir beide herausfinden, was in der Nähe verbrannt ist, lassen sich die Gase bestimmen, die Ava eingeatmet hat. Wir waren hinter der Bühne. Kann ich das Handy Papa rufen? Sucht er immer noch einen Parkplatz? Papa, ich bin im Krankenhaus. Es gab ein Feuer in der Schule. Ava geht's nicht gut. Du musst schnell kommen. So. Und? Mailbox. Theo, warum hast du denn gar nichts gesagt? Da stand, du solltest Johannes zurückrufen. Ist er dein Freund? Der Patient wurde von einem Auto angefahren. Er hatte innere Blutung und wurde bereits operiert. Leider hatte er keinen Ausweis dabei. Okay, also haben wir keine Ahnung, wer er ist. Also, wenn er aufwacht, frage ich ihn als erstes, wie er heißt. Er wird nicht aufwachen.
Er wurde nach der OP in ein künstliches Koma versetzt, damit der Körper sich von seinen Verletzungen erholen kann. Ach so, okay. Verstehe. Und danach wird dann noch ein ST zur Kontrolle gemacht. CT? Wenn sich an den Werten auf diesen beiden Monitoren irgendwas ändert, verständigen Sie sofort die Ärztin. Mhm. Frau Granberg, geht klar. Wenn Dr. Granberg nicht in der Nähe ist, geben Sie der Schwester Bescheid. Ich kannte übrigens Ihre Mutter Rama. Ach echt? Sie war meine Ausbilderin. Ich habe wahnsinnig viel von ihr gelernt, ganz tolle Frau. Ja, sie ist auch ein Grund, warum ich Krankenschwester werden will. Sind Sie sicher, dass Sie das schaffen? Einfach nur hier zu sein. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Das Leben dieses Patienten liegt in meinen Händen. Und seien Sie bitte so nett und machen morgen diese... Ach so, ja, ja, der Lack kommt ab. Also wenn ich gewusst hätte, dass es hier gleich so abgeht, dann... Und das ist ein Krankenhaus. Ich verlasse mich auf Sie. Hi. Ich bin Jasmin. So, Herr Petrescu, Sie helfen mir. Sie kennen das ja. Name, Adresse, Geburtsdatum, Versicherung. Wir brauchen so schnell wie möglich einen Überblick. Alles klar. Hey. Ja? Geht pfeif? Geht pfeif? Soll ich schon? Was ist los hier, ne? Schaffst du schon allein, oder? Bis hier. Gut. Wie? Entschuldigung, wissen Sie, ob Theo Kühn schon von der Polizei befragt wurde? Hey, lass dir das mal bitte. Hey, los jetzt. Los. Können wir was zu trinken haben? Aua. Vielleicht kannst du das übernehmen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier... Da hinten ist ein Automat. Ich werde bei Dr. Blumenthal gebraucht. Ich bringe gleich was, wenn ich hier fertig... Ey, ich dachte, sag mal, ich dachte, wir machen das hier zusammen. Mach du mal. Ich komme gleich wieder. Zuerst mal oberflächlich, ja? Jemanden verurteilen, nur weil er gepflegte Fingernägel hat. Soll ich mich jetzt extra hässlich machen, nur weil ich Krankenschwester werde? Das hier ist ein Krankenhaus. Wehe, man hat hier zu viel Spaß bei der Arbeit. Sie werden bestimmt wieder gesund. Wir hatten neulich auch einen Autounfall. Ist aber noch mal gut gegangen. Nur mein Bauchnabel-Piercing ist jetzt hin. Wissen Sie was? Ich bin echt froh, dass Luisa wieder in Halle ist. Solche Freundinnen gibt's nicht wie Sand am Meer. Ist das Ihr Ernst? Der Junge hat Brandwunden, die behandelt werden müssen. Ich dachte, das hilft vielleicht beiden bei der Heilung, wenn sie sich ein Zimmer teilen. Habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Keine Alleingänge. Theo, setz dich mal hin. Gehen Sie mal bitte zur Seite. So. Zeig mal. Luisa soll das machen. Verbrennung im zweiten Grad. Ich weiß. Der Junge kann nicht hierbleiben. Wir brauchen den Schockraum für die schweren Fälle. Bleiben die Eltern? Das weiß ich nicht. Dann finden Sie das raus. Mama ist tot. Papa ist noch auf dem Weg. Haben Sie mit der Polizei gesprochen? Nicht die Polizei. Theo, die sollen deinen Vater nicht festnehmen, die sollen ihn finden. Hab ich schon Ihre Personalien? Frau... Mama, ich bin die Lehrerin. Aua, Schatz, nicht so stimmt. Sie sind auch verletzt. Ach, Quatsch. Mich haut so schnell nichts um. Erst recht nicht so ein kleiner Balken. Das war wirklich nur eine ganz schmale Strebe von der Deckenverkleidung. Alles gut. Von der Decke der Turnhalle? Mhm. Dann müssen Sie sich untersuchen lassen. Ich habe Luisa meine Lieblingsbar zeigen wollen. Die liegt am anderen Ende der Stadt. Ich meine, wer kommt denn darauf, dass da Leute vom Krankenhaus rumhängen? Den ja eigentlich auch ganz schnucklig. Die haben gar nicht mehr aufgehört zu reden. Ich bin dann schon vor. Aber dass sie mit dem nach Hause geht. Krass. Das hätte ich Luisa nicht zugetraut.
Jetzt auch noch der Akku alle. Sie hätten jetzt bestimmt auch lieber ihre Frau hier. Erzählen Sie doch mal, was war los? Entschuldigung, kleiner Scherz. Der Räuber war aufgeregt, denn er kannte sich dort nicht aus. Das war alles sehr, sehr ungewohnt für ihn. Er verstellte seine Stimme. Das ist aber nett. Danke. Frau Sommer, ich wäre sehr dafür, dass Sie Ihren Hals untersuchen lassen. Entschuldigung, kennen wir uns? Können Sie mir sagen, welcher Tag heute ist? Erster Schultag? Ist Ihnen schwindelig? Quatsch. Mir geht's gut. Oh. Brauchen einen Rollstuhl? Setzen Sie sich mal hin. Ja. Ich bringe Sie jetzt zum Röntgen, okay? Ja, und wer passt dann bitte auf die Kinder auf? Weiß ich nicht. Mäuse. Ihr bleibt hier und baut keinen Mist, okay? Genau, ihr wartet kurz, ich bin gleich wieder da, ja? Dauert bestimmt nicht lang. Alles gut. Schlag auf den Hinterkopf, kann schwere Folgen haben. Mann, ey, wo ist denn Kiran? Eigentlich nehme ich keine Schmerzmittel. Eigentlich wollten Sie sich auch nicht untersuchen lassen. Ach, hier sind Sie. Sie sollten sich doch um die Personalien kümmern. Entschuldigung, ich war mit Frau Sommer beim Röntgen. Der Arzt sagt, sie soll noch eine Nacht zur Beobachtung hier bleiben. Wegen einer leichten Gehirnerschütterung. Sie haben Schädelhirntrauma mit Gedächtnislücken und Schwindel. Man würde Sie nicht heute hier behalten, wenn es nicht nötig wäre. Gut, es scheint, als hätten Sie einen guten Riecher gehabt, aber in Zukunft keine Alleingänge. Wir brauchen jemanden, der unten Essen verteilt. Zimmer 11. Okay, komme sofort. Okay. Sagen Sie mal, wo ist denn Herr Petrescu? Er sollte Sie doch an die Hand nehmen. Kiran, ist doch mal los. Das Bett für Frau Sommer. Die Essenswagen sind in circa 10 Minuten da. Schaffen Sie das? Ja. Gute Besserung. Danke. Zimmer 11. Gut, ich hole mal Ihr Bett. Ihr erster Arbeitstag und Sie arbeiten für zwei? Keine Sorge, ich habe vor der intensiven Automaten gesehen. Okay. Deal. Sie bekommen meinen Fünfer und ich nehme die 3 Euro von Ihnen. Wenn das Ding nämlich nicht wechselt, dann... Sie sind auf der sicheren Seite. Verpfeifen Sie mich nicht. Bin gleich zurück. Hey, Fiete. Hast du die Liste mit den Neuzugängen? Ja, was gibt's denn? Erinnerst du dich an einen Adrian Kühn? Entschuldigung. Nicht, dass ich wüsste. Ein Schüler? Nee, der Vater. Ich versuch's seit einer halben Stunde, den zu erreichen, aber der meldet sich nicht. Am besten kommst du mit und sprichst mit der Lehrerin, Frau Sommer. Ich kenne ihre Schäfchen eigentlich ganz gut. Mach endlich! Wir haben ewig Zeit. Hey, zwei. Na, wie läuft's bei dir? Heftig viel Verantwortung. Bei euch? Ja, spannend. Mir macht so ein Junge Sorge. Theo. Seine Schwester hat's voll erwischt. Vor allem, warum sagt er nicht, dass seine Mutter gestorben ist? Ja, weil das voll der Makel ist. Seine Familie ohne Mutter. Na, ihr seid bestimmt die Neuen, ha? Huh? Habt ihr Kiran gesehen? Der war doch mit dir eingeteilt. Ja. Lasst euch von dem nicht verarschen, der scharwenzelt bestimmt wieder bei den Ärzten rum. Oh, sorry. Ich bin übrigens Mo. Okay, Leute, ich muss mal wieder. Ich bin heute Intensivschwester. Ich glaube, mit dem Kaffee darfst du da nicht rein. Na dann, Prost. Also, ihr Süßen, bis später. Vermisst euch. Tschüss. Also, das mit dem Kaffee war schon mal...
Wow. Willst du nicht rangehen? Vielleicht ist es der Vater von Theo. Ist Johannes. Da kenne ich am Klingelton. Dein Freund? Ja. Mit dem kann ich gerade nicht reden. Wegen gestern Nacht? Können wir bitte das Thema wechseln? Was soll das? Du arbeitest auch mit unserem Praxisanleiter zusammen. Wie ist der so? Ah! Echt? Hey! Hey! Die suchen dich alle. Ja? Hast du eine Ahnung, wo es zur Chemo geht? Chemotherapie ist Teil der Onkologie. Da. Haus 2, dritter Stock. Danke. Soll ich dich hinbringen? Ich dachte, du schleimst dich nur bei den Ärzten ein. Dann nicht. Wir sehen uns ja eh spätestens auf der Party. Geht's mit Motto? Ja, sexy. Kriegst du hin. Oh Gott. Wie geht's denn der kleinen Ava? Leider nicht so gut. Ich glaube, die Lunge reagiert sehr stark auf die Brandgase. Vor allem brauchen wir den Vater. Haben Sie bei der Einschulung mit ihm gesprochen? Herr Kühn war gar nicht da, soweit ich weiß. War wohl wieder spät dran. Zur Einschulung seiner Tochter? Jetzt können Sie ins Bett. Ich gehe Essen verteilen. Danke. Danke, geht schon. Der Mann ist ziemlich durch. Er ist einfach ziemlich durch den Wind seit dem Tod seiner Frau. Und das geht auch an den Kindern nicht spurlos vorbei. Trotzdem müsste er jetzt hier sein. Vielleicht sollte ich doch die Polizei verständigen. Aber Theo wehrt sich die ganze Zeit. Ich will jetzt nichts beschreien, aber die beiden Stromer waren die einzigen, die nicht mit den anderen Kindern im Zuschauerraum waren, als das Feuer ausgebrochen ist. Und Theo war sowieso außer sich. Weil sein Papa nicht da war? Aber deswegen legt man doch nicht gleich Feuer. Dankeschön. Naja, diese Rebellion ist Theos Art, mit der Trauer umzugehen. Er baut in letzter Zeit ziemlich viel Mist. Letztens, da hat er die Toiletten im Jungsklo mit Klebeband versiegelt. Also, wenn es da so stinkt wie bei uns auf der Jungstoilette, dann nenne ich das eine mutige Protestaktion. Ja, aber Feuer legen wäre nicht mutig. Theo, warum hast du mir nicht gesagt, dass dein Vater nicht bei der Einschulung war? Er wollte nachkommen. Ich hab der Polizei Bescheid gesagt, die wollen auch noch mal mit dir reden. Hey, Theo, was ist los? Warum hast du Angst vor der Polizei? Du bist genau wie alle anderen. Nein, ich will doch nur verstehen. Frau Sommer meinte auch, dass... Ich war's nicht. Hey, ich glaub dir, ich weiß, dass du das Feuer nicht gelegt hast. Du musst nicht allein mit der Polizei sprechen, okay? Ich bleib bei dir. Versprochen. Aber... Was ist mit ihr? Wird sie sterben? Nein, sie kriegt schwer Luft. Die Bronchien kollabieren. Die Ärzte können sich noch nicht erklären, woran das liegt. Was haben die Bluttests ergeben? Nichts, was uns weiterhilft. Der Carboxyhemoglobinwert ist nicht erhöht. Es ist keine Kohlenmonoxidvergiftung. Papa ist noch auf dem Weg. Halten Sie den Jungen zurück. Ja. Theo, komm. Theo, lass Nein. los. Bitte lass Aber los. Ich kann das nicht. Doch, Sie können das. Theo, bitte. Nein! Theo, lass Aber los. Entschuldigung, ist da die Chemotherapie drin? Ja. Ist da vielleicht ein Patient aus der Intensiv eingeliefert worden? So ein Herr mit kurzen Haaren und einem Bart. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der war bewusstlos. Es hieß nur, wenn er stabil ist, soll er gleich zur CT. Also der hatte einen Unfall, aber irgendwie braucht er wohl auch Chemotherapie. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich kümmere mich drum. CT bedeutet Computertomographie. CT, nicht Chemo. Das ist ein bildgebendes Verfahren, ähnlich wie Röntgen, nur genauer. Okay. Du findest es da drüben in der Nähe der NA. Notaufnahme? Okay, danke. So, Frau Riedel, noch eine Runde frische Luft? Natürlich, danke. Wir hätten gerne auch was zu essen. Bitte stellen Sie sich da hinten an. Das Ende der Schlange ist da hinten, ja? Sag mal! Hey! Also ganz ehrlich, vielleicht solltest du das mal aufwischen. Vielleicht solltest du mir lieber helfen, die Leute meucheln mich ja gleich. Alles für die Patienten, okay? Du, ich hab andersweitig zu tun. Was machst du denn da? Kannst du mir nicht mal helfen? Bleib doch mal lieber hier, was machst du denn da? Wir sind nicht die Handlanger der Ärzte. Brauch nicht die Kellner. Willst du auch Suppe haben? Ja. Und da liegt noch ein Löffel.
Darf ich fragen, wo Sie jetzt herkommen? Ich. Als ich den Patienten für sein Kontroll-CT holen wollte, waren Sie weg. Sie haben den Patienten wirklich alleine gelassen? Ich habe mir nur einen Kaffee holen wollen. Ich wäre fast eingeschlafen. Das wäre auch nicht ideal gewesen. Ich hatte mich auf Sie verlassen, Frau Hartling. Ist ja noch mal gut gegangen. Wie geht's ihm denn? Seine Kopfschwellungen sind noch nicht ausreichend zurückgegangen. Wir müssen noch abwarten, bevor wir ihn wecken können. Soll ich ihn zurück auf die Intensivstation bringen? Das mache ich lieber selbst. Und Sie gehen für heute bitte nach Hause. Das war Ihr erster Tag. Ja. Ich muss dir was zeigen. Mach mal Augen zu. Nein, bleib bei mir! Ich muss schlafen! Das wird so geil. Ja, ich wollte eigentlich nur das Bett schnell fertig bauen, allerdings, wow. Und wer bist du? Achso, Entschuldigung, ja, hi, ich bin Elias, ich bin Fides Cousin und ich wollte eigentlich schon längst fertig sein. Ja, vielleicht können wir dir ja helfen. Ich bin übrigens Mo. Freut mich. Bleibst du überrascht? Ja, stimmt, da kannst du ja direkt morgen zur Party kommen. Nee, ich muss morgen leider arbeiten, aber danke. Wie schlägt sich denn mein Cousin irgendwie so? Oh, der hat Potenzial. Ja, ja. Und bist du auch Krankenpfleger? Nee, ich bin Arzt in Erfurt. Oh, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Das ist interessant, weil ich würde auch Medizin studieren. Mo gefällt es nicht, weil er sich ein Leben ohne mich nicht vorstellen kann. Ja, Medizin. Anstrengend, aber geil. Viel Glück. Sag mal, wo hast du denn studiert? Hi. Nee, ich bin im Krankenhaus. Ist so eine Art Ausnahmezustand. Ich konnte nicht. Johannes, ich rufe dich später nochmal an, okay? Frau Neukamm, telefoniert wird nach Feierabend. Und der hat vor 4 Stunden begonnen. Wie geht's aber? Die Symptome sind atypisch für eine gewöhnliche. Bitte, keine Fremdwörter. Wenn die Ärzte nicht bald herausbekommen, was mit ihr los ist, droht ihr der Erstickungstod. Wir haben ihr jetzt ein Beruhigungsmittel gegeben und können hoffen, dass sie die Nacht durchsteht. Ich habe von den Angehörigen keinen erreicht. Die Lehrerin hält Theo für den Brandstifter. Jungs bauen Scheiße. Finden Sie ein Bett für den Jungen. Ich habe Theo versprochen, dass ich ihn nicht allein lasse. Der will unbedingt auf Ava aufpassen. Sie brauchen Schlaf. Sie auch. Wenn was ist, rufen Sie mich an. Ja, wie denn? Sie haben doch. Sie haben meine Nummer nicht mehr. Darf ich? Gute Nacht. Sich selbst angerufen. Das heißt, du hast jetzt seine und er deine Nummer. Na, der will's aber ganz schön wissen. Nur damit er mich informieren kann, wenn was mit Theos Schwester ist. Du bist noch hier. Klar. Ja. Dein Bett steht jetzt. Hast aber hauptsächlich dieser Mo und deinen Mitbewohnern zu verdanken. Wie? Kiran hat beim Bettenbauen geholfen? Ja, ist ja vielleicht dafür was zu gebrauchen. Was ist denn das eigentlich? Ja, das ist eine längere Geschichte. Bleibst du noch zum Essen? Klar, bleibt er noch zum Essen. Ach, danke, ich muss wirklich los. Nächste Mal gerne. Ciao. Danke. Tschüss. Natürlich wecken wir ihn auf. Der braucht was Warmes im Bauch. Ein bisschen Schlaf ist aber auch nicht verkehrt. Papa, Gott, ist der niedlich. Der ist doch eh wach, ist er nicht? Wenn ihr so weitermacht, schon.
Hey, kleiner Mann. Weißt du, wer du bist? Schwesternwohnheim. So, Essen ist fertig. Hast du gern Hunger? Echt nicht? Ich könnte den ganzen Tisch verschlingen. Kannst du nicht. Probier wenigstens mal. Ich will zu Ava. Das ist bestimmt super lecker. Ja. Ist ja auch ein Rezept meiner Mama. Die lebt übrigens auch nicht mehr. Aber sie ist trotzdem immer bei mir und hat mich im Auge. Und natürlich auch meine Spaghetti. Weiß ja nicht, ob sie es so toll fände, wenn sich da jemand weigert. Ihr wollt mich nur rumkriegen. Bei meiner Mama musste ich nie essen, wenn ich keinen Hunger hatte. Was hast du denn da? Wow. Die ist aber hübsch. Meine Mama wollte sich leider nie fotografieren lassen. Dann musst du sie im Herzen tragen. Ihr könnt ruhig anfangen zu essen. Kannst du Nudeln saugen? Bei uns in Wismar ist das eine sportliche Disziplin. Auf die Plätze. Fertig. Los! Ohne dich. Ach, gelernt haben die Küken auch ohne Unterricht eine Menge. Diese Jasmin. Du mit deinen hohen Erwartungen. Gib ihr doch erstmal eine Chance. Wenn sie nicht auch noch so renitent wäre. Wir haben damals auch nicht gewusst, was das heißt, Krankenschwester zu sein. Aber wir haben doch wenigstens Anweisungen gefolgt. Du vergisst die Geschichte mit den vertauschten Urinproben? Gehst du eigentlich zu dieser Party? Auf keinen Fall. Ach Mann, überleg's dir. Wir wollten sowieso mal wieder tanzen gehen. Mach's gut. Du auch. Und da der Jüngling schön und freundlich war, so lebte sie vergnügt und zufrieden mit ihm. Schlaf gut. Lässt du die Tür auf? Klar. Da kannst du zuhören, wie ich die Spaghetti-Reste aus deiner Kleidung entferne. Luisa? Ja? Glaubst du, Mama passt vom Himmel aus auf Ava auf? Klar macht sie das. Jetzt schlaf schön. Nacht. Nacht. Schläft er? Ja. Verrückter Tag. Cooler Ausbilder, ha? Immerhin hat sich die Frage erübrigt, ob ihr euch wiederseht. Das darfst du niemandem sagen. Versprich mir das. Könnt ihr mir mal sagen, was bei euch los ist?
Ja, Fiete ist ja wohl nicht niemand. Wie findest du so unseren Ausbilder? Ganz okay, warum? Ja, also, Luisa hat ihn schon mal nackt gesehen. Willst du nicht schon mal das Geschirr abräumen? Wenn ihn immer noch so schwindelig ist, dann wird das diese Woche wohl eher nichts mit dem Unterricht. Hm. Abwarten. Wie geht's den Kindern? Die meisten können heute schon nach Hause. Nur Abba schwebt immer noch in Lebensgefahr. Dann ist vielleicht auch noch der eigene Bruder dran schuld. Hier alles in Ordnung? Oh, ja, ja. Ja, sicher. Geht's besser? Ich warte noch auf die Visite. So lange darf ich nicht mehr zum Zähneputzen aufstehen. Unser Zweitsemester. Sie geben ein gutes Beispiel ab. Das lief ja gestern wie am Schnürchen. Und Ihren Kollegen haben Sie super eingearbeitet. Das gilt natürlich auch für Sie. Ganz ordentliche Arbeit. Danke. Ganz ordentlich. Ist gut. Und das lassen Sie sich gefallen? Jetzt kassiert er auch noch das ganze Lob. Naja. Oh. Meinst du, die gehen? Für die Klinik. Nee, für die Party heute Abend. Sag mal, ist was? Ich war es nicht, das schwöre ich. Ich dachte, wir sind Freunde. Freunde lügen nicht. Es tut mir leid. Was ist passiert, Theo? Als Papa nicht kam, war Ava so traurig. Jeder hatte seine Eltern dabei. Und Ava liebt Wunderkerzen. Dann habe ich ihr eine angemacht, um sie zu trösten. Ich habe auch wirklich aufgepasst und dann mit Spucke gelöscht. Das hat gezischt. Ich glaube dir, dass ich schuld bin. Du hast gezündelt, Theo. Das hätten wir der Polizei sagen müssen. Dann rufen die das Jugendamt und nehmen uns Papa weg. Es geht doch nicht so schnell. Die waren schon mal da. Die Frau hat mit Papa geschimpft. Wegen dem blöden Husten. Und jetzt ist er noch schlimmer. Wenn sie das rausfinden, dann... Schau mal. Die wollten damals bestimmt nur gucken, ob euer Papa allein klarkommt, nachdem eure Mama gestorben ist. Das ist ganz normal. Das war bei uns auch so. Hatte Ava den Husten schon vor dem Brand? Ja, das ist psychisch wegen Mama. Sag mal, seit wann gehört eigentlich Otto zur Familie? Es war nur so eine Idee, weil er so stinkt. Nein, 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 das ist eine Möglichkeit. Auf Schwermetalle wären wir nie gekommen und uns rennt die Zeit davon. Die Kleine hält nicht mehr lange durch. Was macht er mit Otto? Otto wird jetzt untersucht, weil er so stinkt. Er ist vielleicht giftig. Es kann sein, dass Ava davon den Husten hat. Dann muss Otto sterben. Vielleicht. Hi. Ich bin's, Schwester Jasmin. Na, wie geht's? Hab gehört, die Schwellung geht langsam zurück. Glückwunsch. Und die Narkosemittel haben sie auch abgesetzt. Können sie uns ja bald verraten, wer sie sind. Danke übrigens für die Leihgabe. Ich habe mich da ganz schön in was reingeritten, aber da kennen Sie ja nichts für. Moment mal. Das gibt's ja nicht. Und? Was hat Dr. Grambeich gesagt? Haben Sie auch schon Zeitung gelesen? Ich, wieso? Ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Wie es Ihnen geht, möchte ich wissen. Irgendwas war mit den Pupillen, aber es scheint wieder in Ordnung zu sein. Jedenfalls darf ich morgen raus.
Unterrichten darf ich aber erst ab Montag wieder. Ich hoffe so, dass Ava das schafft. Theo? Komm mal her, mein Spatz. Ich werde nie mehr zündeln. Wirklich. Komm mal her. Es tut mir ganz furchtbar leid, aber du warst nicht schuld. Aber wegen mir ist Ava fast gestorben. Das werde ich der Polizei sagen. Nein, nein, nein. Es war ein Kabelbrand. Ein Kabelbrand hat das Feuer ausgelöst. Du hast überhaupt nichts damit zu tun. Ich werde dir das nächste Mal besser zuhören. Versprochen. Es tut mir echt leid. Kannst du mir noch mal verzeihen? Danke. Hey, Theo, komm mal schnell mit. Wir denn, Theo? Sie hatten einen Autounfall. Ava ist fast gestorben. Aber wenigstens wissen wir jetzt, woher sie ihren Husten hat. Otto war's. Darius, Jasmin hat den Vater gefunden. Bleib mit dabei, sie. Alex, wie in alten Zeiten. Ich hab's echt vermisst. Ich auch. So schön, dass du jetzt hier bist. Und morgen kommst du zum Unterrichten. Mhm. Gute Arbeit bei Ava Kühn. Frau Neukamm hatte den richtigen Riecher. Es war tatsächlich eine Chromvergiftung. Das Fell von ihrem Kuscheltier war verseucht und ihr Immunsystem war im Keller. Und die Rauchgasvergiftung gab ihr dann den Rest. Die arme Maus. Wo hat eigentlich der große Bruder geschlafen? Mir sind da so komische Gerüchte zu Ohr gekommen, dass er die Klinik mit einer Lernschwester verlassen hat. Die Betten auf der Kinderstation waren alle belegt und dann haben wir ihn auf eine andere Station gebracht. Okay. Dann bis gleich. Bis später. Ja, bis gleich. Mach dich schick. Ja, bedingt. Ich schwöre dir, dass das nicht so eng ist. So. Ich habe gar keine Lust auf Party. Ah, ich passe schon auf euch auf. Was soll ich ihm denn sagen? Ja, nix. Nix ist so verlogen. Ja, aber nicht nix tut auch weh. Süße, der mag dich wirklich. Nimm dir das nicht so zu Herzen. Mich war noch nie jemand so verknallt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Halt dich raus, ist ein Frauengespräch. Sind wir richtig? Kann mal jemand das Licht anmachen? Ja, können wir wieder gehen? Da ist jemand ertrunken! Hast du sie? Ich hab sie. Was? Das muss doch irgendjemand hier sein! Hilfe! Hilfe! Hallo? Hallo? Es blutet ja. Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt eure Aufnahmeprüfung mit Sternchen bestanden. ganz kurz eine Frage. Wer von euch war eigentlich noch nicht im Wasser? Die hätten auch gleich sagen können, dass wir im Bikini kommen sollen. Also ich fand's lustig. Na, du kannst ja auch oben ohne gehen. Guten Abend. Guten Abend. Hi. Glückwunsch. Die hatten recht. Das war eine Chromvergiftung. Und wer
von Ihnen hat das Leben von Frau Unruh gerettet? Na, Fiete, unser Rettungsschwimmer. Ohne euch hätte ich das doch nie geschafft. Kriegst du keine Komplimente oder was? Herr Petersen, das müssen wir trainieren. Dafür haben Sie ja jetzt 3 Jahre Zeit. Ja. Wem soll ich was zu trinken mitbringen? Luisa lieber nicht. Die verträgt keinen Alkohol. Na dann. Frau Lundquist, erzählen Sie mir noch was von meiner Mama? Klar, was wollten Sie denn gerne wissen? Eine tolle Frau. Just live it through.